Jill Sully, die Witwen von Paradise Bay. Prissy ist verheiratet und sie mag eigentlich keinen Sex mehr mit ihrem Mann haben und sie denkt sich immer irgendetwas Neues aus, um diese Sache halt zu vermeiden. Aber stellt sich leider raus, dass ihr Mann überhaupt gar nicht mehr an Sex mit ihr interessiert ist. Er hat schon längst eine andere und will sich scheiden lassen. Das gefällt Prissy jetzt natürlich auch nicht. Beleidigt, gedemütigt, nimmt sie ihren Sohn und reist wieder zurück nach Hause zu ihrer Mutter. Ihre Mutter hat allerdings schon einiges in die Wege geleitet, damit man sich an dem Guten rächen kann. Sie hat eine Todesanzeige in die Zeitung gesetzt, in der steht, dass der Mann von Prissy leider verstorben ist. Tja, wie kommt man aus der Nummer wieder raus? Denn schließlich kann ihr Mann ja jederzeit in Paradise Bay auftauchen. Und das wird er. Ja, mich hat dieses Cover und auch der Klappentext wirklich ein wenig in die Irre geführt. Wenn man das Cover sieht, erwartet man einen fröhlichen Frauenroman. Und auch hinten der Klappentext verspricht eine spritzige Komödie mit rabenschwarzem Humor vielleicht. Aber es ist ein sehr, sehr nachdenkliches Buch. So habe ich es zumindest empfunden. Erzählt wird die Geschichte von drei Witwen. Einmal Prissy, die ja gar keine Witwe ist. Dann gibt es noch die beiden anderen Frauen. Die eine Witwe hat ihren Mann vor 5 Jahren verloren und sie trauert ihm immer noch hinterher. Er war die große Liebe ihres Lebens und sie kommt da einfach nicht drüber hinweg. Die andere Witwe ist mit einem Alkoholiker verheiratet gewesen. Er hat den ganzen Tag im Bett mehr oder weniger zugebracht. Ihm war es eigentlich auch egal, ob da Geld war, ob die Tochter zur Schule kam. Es war ihm alles egal. Eines Tages macht er sich richtig schick und kommt nicht wieder. Ja, er hat den Freitod gewählt. Damit muss sie jetzt natürlich auch umgehen lernen. Und es ist wirklich ein Buch, das sich auch solchen Themen wie der Demenz annimmt. Und es ist, ich habe es jedenfalls ziemlich hart an manchen Stellen gefunden. Es hat natürlich auch ein paar lustige Szenen, wenn eben der totgeglaubte Gatte da als Geist durch den Ort läuft. Aber auf der anderen Seite ist es wirklich ein sehr, sehr nachdenkliches Buch. Ich habe es, nachdem ich mich damit abgefunden habe, dass es eben kein witziger Frauenroman ist, sehr gerne gelesen. Ja, ich war nur nicht auf den Inhalt vorbereitet. Ihr seid das jetzt und wenn ihr trotzdem Lust habt auf die Witwen von Paradise Bay, dann schaut es euch einfach einmal näher an.